Oh mein Gott, Leute, in diesem Video stelle ich euch neben den schon bekannten Infos auch noch 7 neue Skin, 2 neue Brawler und 2 neue Game Mode Ideen für das Mai Update vor. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockel Gaming. Ich bin's der Jolevi und heute gibt's eine weitere Folge Brawl Stars. Und zwar gibt's heute einfach mal ein Video, wo ich euch alles schon Bekannte zum Mai-Update vorstellen werde und auch noch Ideen vorstellen werde, die richtig gut ins Mai-Update passen könnten. Beginnen wir aber erstmal mit den Sachen, die schon bekannt sind. Nämlich seht ihr's gerade hier im Brawl TV, ihr seht noch die alte Pam. Aber Supercell hat ja schon am Anfang von April, angekündigt mit einem Leak-Bild, das seht ihr hier mal eingeblendet, dass es im Brawl Stars Mai Update ein neues Pam-Remodel geben wird. Und zwar sieht das so aus, das ist nämlich auch schon bekannt. Und meine Meinung dazu, ich finde, Pam sieht da sehr böse aus und sehr ruppig, sag ich mal. Und dafür, dass sie ja so eine Großmutti ist, sollte sie, also fand ich das alte Model besser, da sie da freundlicher gewirkt hat. Ich mochte das alte lieber, aber gut, jeder Brawler muss ja irgendwann mal ein Remodel bekommen. Und oh mein Gott, Leute, heute ist der 6.5., an dem ich das Video aufnehme. Und oh mein Gott, Leute, heute Morgen hat Brawl Stars einfach was richtig Krasses angekündigt. Und zwar hat Supercell angekündigt, dass es einen Brawl Pass geben wird. Oh mein Gott. Und so sieht der aus. Mit diesem Bild haben die es geleakt. Sieht aus wie so eine goldene Keycard mit dem Brawl Stars Gesicht vom Logo. Richtig, richtig krass sieht das aus. Und ja, ich freue mich schon auch sehr drauf. Viele YouTuber haben da auch lange schon nachgefragt. Und es wurde auch schon von Supercell offiziell im Dezember bestätigt, dass das in nächster Zukunft geplant ist. Jetzt ist es doch erst fast ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später. Aber cool, dass jetzt der Brawl Pass ins Spiel kommt. Und zwar gibt es auch schon ein Leak-Bild und das ist so häufig im Internet aufgetaucht, dass ich denke, dass das auch so aussehen wird oder einfach nur ein Fake ist, aber jedenfalls taucht das so oft im Internet auf. Jedenfalls sieht das so aus und man sieht in der Art, dass es so ein zweiter Trophäenpfad ist, der sich immer resettet bei Season-Ende und da wird man dann eben pro gepushte Pokale Belohnung erhalten und ja. Also richtig cool, könnten wir uns schon mal auch freuen. Der obere wäre dann zum Beispiel der kostenlose Pfad und der untere dann eben der, den man kaufen kann. Ja, also eine richtig coole Idee. Und zwar kommt der Brawl Talk, falls ihr das noch nicht wisst, am 8. Mai. Das hat Supercell auch schon offiziell bestätigt. Freue ich mich auch schon drauf, ich hoffe ihr auch. Und ja, vorher werden wir auf jeden Fall noch einmal streamen, bevor das Update kommt. Also freut euch darauf schon mal und seid mit dabei. Oh mein Gott, ich habe noch was Nachträgliches zu sagen. Und nämlich heute, am 7.5., hat Supercell heute Morgen noch was richtig Krasses angekündigt. Nämlich zu sich zum Brawl Pass wird es einfach nochmal eine neue Seltenheitsstufe geben im Update. Und die wird im Brawl Pass erhältlich sein. Und zwar heißt die Seltenheitsstufe Chromatic. Das heißt, ja, Regenbogen sozusagen auf Deutsch. Und ich bin schon richtig gespannt, was da kommt und richtig gehypt. Ich hoffe ihr auch. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, jetzt kommen wir mal zu meinen Brawl Stars Mai Update Ideen. Und zwar beginnen wir einfach mal mit den Skin-Konzepten. Und zwar habe ich mir da richtig coole rausgesucht. Erstmal habe ich mir für jeden Brawler, der noch keinen Skin hat, einen Skin rausgesucht. Und wir beginnen einfach mal mit Pam. Weil Pam bekommt jetzt ein Remodel, ist schon vor Global Release ins Spiel hinzugefügt worden und hat immer noch keinen Skin. Viele wünschen sich einen Skin für Pam. Und hier habe ich einen rausgesucht. Der ist von GDCore, mal wieder. Der hat ja auch Horus Bow gemacht und hat da gewonnen bei der Kampagne. Und zwar ist es Lifeguard Pam. Das heißt, Bademeister sozusagen. Pam und im Hintergrund sieht man auch Robo Mike und Robo Spike baden. Eine richtig coole Idee, finde ich das. Ich finde, das passt richtig gut, ist das richtig gut gezeichnet und es passt auch richtig gut zu Pam. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die endlich einen Skin bekäme. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Und zwar jetzt mit Rosa. Die ist auch schon sehr lange ins Spiel und hat auch noch keinen Skin. Und ja, dafür schlage ich diesen Skin vor und zwar Cheerleader Rosa ist auch der beste Skin, den ich gefunden habe, meiner Meinung nach. Und ist auch von GDCore tatsächlich. Der hat sehr viele Skins gemacht. Also der würde dann aber auch nicht so teuer sein, meiner Meinung nach.
Ich finde, der Pam-Skin würde dann 150 Gems kosten und der Rosa-Skin allerhöchstens 80, wenn nicht sogar 30 Gems, weil da ist halt nichts, okay, die Puschel und die Verkleidung, also ich würde 80 Gems sagen, weil die Verkleidung ja schon ist, aber ja, es wäre natürlich auch mal cool, wenn mal wieder ein günstiger Skin ins Spiel kommt. Das war nämlich sehr lange, ich glaube erst das letzte Mal war es bei Mr. P, bei Agent P für 30 Gems, aber es ist schon sehr lange her, dass ein günstiger Skin ins Spiel gekommen ist. Also könnte ich mir das gut vorstellen, dass ein 30-Gems-Skin jetzt im Update kommt. Als nächstes kommen wir zu einem Brawler, der auch schon sehr lange im Spiel ist. Und zwar Tick. Und zwar habe ich mir eine richtig lustige Idee ausgesucht. Auch von GDCore tatsächlich. Also ich habe nicht auf der Seite von GDCore oder irgendwie so auf einer Seite auf Reddit bei dem oder so vorbeigeguckt, sondern einfach nur nach dem, auf allen Skins und welche mir am besten gefallen hat. Und das ist tatsächlich GDCore. Und zwar Pizzabote Tick. Richtig, richtig cool. Finde ich, passt richtig gut. Würde dann, ich würde sagen, der würde 80 Gems dann kosten. Und ja, die Minen, die er wirft, wären dann eben so Pizzabomben. Und das wäre richtig cool, dass er so ein Pizzalieferer ist. Im Hintergrund sieht man auch Spike. Also richtig cool, dass der Hintergrund auch gezeichnet. Und ja, fände ich richtig cool, wenn der ins Spiel kommen würde. Lecker Pizza, wer mag sie nicht? Als nächstes kommen wir zu einem Skin, der auch schon seit letztem Jahr im Spiel ist, und zwar seit letztes Jahr Halloween. Wir reden von Ems. Und da gibt es eigentlich nicht so viele coole Skin-Konzepte, aber es gibt ein Skin-Konzept, das hat mich überzeugt und das fand ich auch sehr, sehr cool. Oder finde ich sehr, sehr cool. Und zwar, das passt auch zum aktuellen Klimawandel-Problem und den Klimaschützern, die demonstrieren. Es passt sehr gut dazu und zwar ist es Hashtag TeamTreesEms. Ein richtig, richtig cooler Skin. Lauchi wird sich da bestimmt auch sehr freuen. Der ist ja Ems-Fan. Der wird sich bestimmt auch freuen, wenn ein Skin für Ems reinkommt. Genauso wie ich mich freuen würde, wenn für Pam ein Skin reinkommt, weil ich Pam auch sehr mag. Habe ich auch direkt eigentlich als einer der ersten Brawler als Star Power gehabt. Und, oder hochgelevelt. Und auf den habe ich auch immer alle Powerpunkte gesetzt. Und generell finde ich die epischen Brawler, die Star Powers, sowieso am besten. Aber jedenfalls, TeamTreesEms, ein richtig cooler Brawler, passt richtig gut zur aktuellen Situation. Okay, jetzt nicht zur aktuellen Situation, sondern die Situation vom letzten Jahr. Aktuell ist ja nochmal was ganz anderes, aber dazu sollte man, finde ich, keinen Skin jetzt rausbringen. Das fände ich ja dann schon ein bisschen, naja, nicht angemessen. Aber richtig cool sieht der aus, der Skin mit der Recycling-Tasche und sie sprüht eben so, ja, Wasser in so einer Bewässerungsflasche. Richtig, richtig cool. Und zwar ist das von Devil Op Art und von Lesbian Boy. Devil Op Art hat auch richtig, richtig viele Skins gemacht, die ich cool finde. Aber GDCore eben noch mehr. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Skin. Und zwar ist der Skin für einen Brawler, der reingekommen ist ins Spiel, ohne einen Skin. Obwohl ja Max, B und Mr. P alle mit einem 30er-Skin ins Spiel gekommen sind, gibt es tatsächlich einen Brawler, der letztens ins Spiel gekommen ist, ohne einen Skin. Nein, ich rede nicht von Sprout, der ist ja noch relativ neu, der braucht jetzt noch nicht unbedingt einen Skin, aber von Jackie. Und Jackie könnte eben diesen Skin bekommen. Der ist von Sam383, habe ich auch schon viele Skins von dem gesehen. Und zwar ist es Feuerwehrfrau Jackie. Und ja, das sieht richtig cool aus, dass eben ihr Presslufthammer ist eben ein Hydrant und das fände ich richtig cool. Ich würde das auch für 80 Gems in den Job ins Spiel bringen. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zu den nächsten beiden Skins. Und die haben etwas mit der aktuellen Supercell-Make-Kampagne zu tun. Nämlich geht es da um Hero oder Villain, also Held oder Bösewicht. Geht es nämlich um die aktuelle Kampagne Held oder Bösewicht. Und zwar kann man dafür Bibi und B-Skins einreichen. Und stellt euch jetzt mal die beiden vor, die aktuell die meisten Votes haben. Einmal der Bibi-Skin, Super Gladiator Bibi. Finde ich ein cooler Skin, obwohl ich eigentlich den Zombie-Bibi, den Skin, falls ihr euch daran erinnern könnt, mehr gefeiert habe. Aber der ist eben öfter gevotet worden und deswegen kann ich mir besser vorstellen, dass der ins Spiel kommt. Eher. Am Anfang war Zombie B sehr weit oben, aber dann ist der Skin eben überholt worden. Beide Skins haben eben diese Stacheln am Baseballschläger. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, einfach das Design auch so sehr, sehr cool. Finde ich einfach cool. Auch ich hätte mir den Zombie B Skin mehr gewünscht, aber gut, der ist auch sehr cool und würde ich für 150 Gems in den Shop bringen.
Und es gibt natürlich auch noch einen B-Skin. Und zwar den Weltraumkämpfer oder Space Ranger B. Der ist gerade auf Platz 1 bei B, beim Voting. Und ja, sieht sehr cool aus. Die Biene ist eben so ein kleines U, sitzt in so einem kleinen UFO. Und sie ist auch in einem Raumanzug, die B. Und sie schwebt so durchs, könnte ich mir auch coole Animationen vorstellen. Sie schwebt so durchs Weltall. Schwebt so ähnlich bei Jackie, die bohrt sich an den Boden. Könnte ich mir richtig coole Dinge vorstellen. Richtig coole Animationen. Und ja, ich würde sagen, das waren die Skin-Ideen. Kommen wir jetzt zu zwei richtig coolen Brawler-Konzepten. Und zwar einmal zu Valerie. Beide Brawler, die ich jetzt vorstelle, wären dann natürlich selten. Jetzt müsste eigentlich ein seltener kommen. Ich glaube nicht, dass jetzt wieder ein super seltener kommt, dass wir dann 6 super seltener haben. Es müsste jetzt eigentlich ein seltener kommen, weil davon haben wir als einzige nur 4. Aber gut. Der erste Brawler, den ich vorstellen möchte, ist Valerie. Und zwar ist Valerie eine Art Amor, eine Liebesgöttin, sag ich mal, so, die mit Liebespfeilen auf die Gegner schießt und jeder macht eben 480 Schaden und die fliegen verschieden und der mittlere Pfeil wird geradeaus aimen, wenn man normal aimt, also auto-aimt und die anderen werden eben zu den Seiten aimen und insgesamt kann sie eben mit ihren ganzen Pfeilen 1440 Damage pro Attacke machen. Die Attacke heißt Sweet Shot. Und die Super heißt Candy Coating. Und zwar wirft Valerie eine Zuckerherzbombe. Und die schlägt Gegner so ein bisschen weg. Und von der Explosionsmitte, da bleibt eine Healing Station oder eine Healing Area und der Knockback-Effekt, tut den Gegnern eben keinen Schaden und in diesem Kreis regenerieren Valerie und ihre Teammates 900 Leben pro Sekunde und der Healing-Effekt ist dann eben für 4 Sekunden und kann eben auch verschwinden lassen durch Gegner. Das heißt, dass er früher aufhört, genau, bevor die 4 Sekunden durch sind. Übrigens ist Valerie ein Healer und ja, wäre damit so ähnlich was wie Pam von der Ulti her, aber eben noch so eine Bombe dazu. Also richtig cool. Das zweite Brawler-Konzept, der zweite Brawler heißt Purple und ist ein außergewöhnlicher Künstler. Oder der Brawler heißt auch Violett, der außergewöhnliche Künstler. Und zwar ist Purpur eine bekannte Malerin, die in die Stadt kam, um sich vor ihrem Ruhm zu verstecken. Sie steckt alle ihre Emotionen in ihre Kunst, die nicht viel für sie selbst übrig lässt. Und sie hat eben die Seltenheit selten. Gesundheit, Leben sind eben 3200 auf Level 1 und 4480 auf Level 9. Sie macht Schaden pro Treffer 680 bis 952. Und der Superschaden pro Treffer macht er 1800 bis 2520. Und sie ist normal schnell. Und wenn sie eben ihre normale Attacke 6-mal trifft, hat sie ihre Super. Und wenn sie mit der Super 3-mal trifft, hat sie direkt wieder ihre Super. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal auf das Konzept, wie sie angreift. Also ihr Hauptangriff heißt Tintenspritzer und Purple bespritzt ihre Gegnerin mit einem Farbeimer und fügt ihnen damit Schaden zu, wenn sie ihn ins Gesicht bekommen und das hinterlässt einen Fleck auf dem Boden, maximal können da 3 auf einmal sein und sie hätte eben noch so einen zweiten Angriff und zwar damit könnte sie ihren Pinsel aktivieren und das ist wie ein Wurfangriff, aber der ist näher an Purple und das kann nicht durch Wände gehen. Der Spritzradius ist sehr groß und sobald sie diesen Angriff angewendet hat, liegt ein violetter Fleck auf dem Boden und orange, wenn er vom Feind dorthin gesetzt wurde. Wenn 4 Flecken auf dem Boden liegen, verschwindet der älteste nach 3 Sekunden. Ihre Super heißt künstlerischer Ausdruck und zwar lässt Purple alle Emotionen, die sie gesammelt hatte, los, indem sie die Farbflecken auf dem Boden in einem grandiosen Finale explodieren lässt. Das fügt dem Schein, der darauf zuläuft, Schaden zu. Und die Tinte, die auf dem Boden, die sie mit ihrem Pinsel hinterlassen hat, explodiert. Dies dann fügt dann jedem Feind, der sich darauf befindet, Schaden zu, wenn sie die Fähigkeit einsetzt. Nachdem alles explodiert ist, bleiben keine Flecken mehr auf dem Boden zurück.
Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu zwei richtig coolen Modi-Ideen. Zu einmal zu Duels. Das ist ein richtig cooler Spielmodus. So wird er aussehen. Also ein Bardo und ein Mortis, die sich gegenseitig, sag ich mal, bekämpfen. Und ja, so wird das eben aussehen in der Event-Auswahl. Und so wird eben eine Map aussehen, zum Beispiel Thrower Party. Und das ist eben ein 1 vs. 1. Und da kann man eben mit einem Freund im Testspiel oder eben halt beim normalen Spiel gegen einen anderen kämpfen. Und zwar in spannenden Duellen. Und man kann sich jeder einen Brawler auswählen. Und ja, wenn man eben drei Runden gewinnt, hat man die Runde gewonnen. Und zwar werden die Brawler zufällig ausgelost vom Brawl Stars. Das heißt, man kann sich den Brawler nicht aussuchen. Und dass der Spieler, der dann gewinnt, beziehungsweise der die meisten Punkte hat, nachdem die Zeit vorbei ist, ja, wird das Duell dann gewinnen. Und das ist der erste Spielmodus. Und der zweite ist ein richtig cooler und nennt sich Base Race. Und zwar ist das wieder ein neuer Game-Mode von der Anzahl von Spielern, nämlich 5 vs. 5. Ein richtig cooles Game-Mode-Konzept. Und zwar, die Spielregeln sind eben, dass man das Gegnerteam töten muss, um die Base zu entern und die eben für 30 Sekunden zu halten, dass keiner aus dieser Base rausgeht. Und die eine Map hat immer 3 Basen, aber immer eine Basis ist immer nur aktiv. Das heißt, es gibt eine kleine, eine größere und dann eine ganz große. Und ja, wenn man die erste geschafft hat, wird man eben zur zweiten, kommt dann eben die zweite. Und wer da dann gewinnt, kriegt dann auch wieder einen Punkt. Und dann kommt eben die dritte. Außer ein Team macht direkt die ersten beiden. Nämlich wenn man 2 Bases besetzt hat, gewinnt man das Spiel dann. Ein richtig cooler Game-Mode noch. Und lasst auf jeden Fall nochmal ein Like da, wenn ihr wollt, dass diese Neuigkeiten ins Spiel kommen. Wenn ihr die auch feiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Seid beim Stream dabei. Freut euch auf den 9. Mai, wo der Brawl Talk rauskommt. Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.